In diesem Video zeigen wir euch die Applikation von Alsan 970F, dem farbigen Finish, beispielsweise hier in der Anwendung für Wandanschlüsse. Wir zeigen euch auch den Umgang mit den Chipsen, die hineinkommen sollten bzw. hineingeworfen werden können. Hierzu ist es wichtig, das Material Alsan 970F erst einmal aufzurühren. 12 Standardraltöne stehen euch zur Verfügung, andere Sonderraltöne dementsprechend auf Anfrage. Das Material muss natürlich im Vorfeld sehr gut aufgerührt werden, sodass eine homogene Masse entsteht. Nach dem zweiminütigen Aufrühren wird die entsprechende Menge in den Alsan-Mischeimer hineingegeben, dann dementsprechend mit der richtigen Menge Katalysatorpulver aufgerührt. Hier natürlich auch die Rührzeiten von 2 Minuten einhalten. Nachdem das Material nun 2 Minuten lang gerührt ist, können wir mit der Applikation beginnen. Wir beginnen hier im Wandanschlussbereich, das heißt, wir rollen Alsan 970F im Wandanschlussbereich vor, sodass wir hier eine gleichmäßige Oberfläche erhalten. Man sieht hier wunderschön, wie gut die Benetzung der Oberfläche mit dem Material ist, das heißt, wie einfach die Farbgebung funktioniert und auch die hohe Deckkraft des Materials an sich. Empfehlenswert ist natürlich hellere Harze, das heißt hellere Finish-Systeme mit auch einem gleichermaßen hellen Untergrund zu versehen, denn es ist immer deutlich einfacher, helle Untergründe noch heller zu gestalten und dunklere noch dunkler als umgekehrt. Eben schon erwähnt, kann dieses Finish-System, nachdem es appliziert wurde, mit Farbchips versehen werden. Dies ist eine Option, die möglich ist, sollte jedoch nicht ohne Einblaspistole umgesetzt werden. Nachdem Alsan 970F nun im Wandanschluss aufgebracht wurde, besteht die Option, Farbchips einzustreuen. Hier empfiehlt sich immer, eine Mischung aus mehreren Farben herzustellen. Hier werden nun die vorher gemischten Alsan Farbchips mit einer Trichterpistole in den Wandanschluss eingeblasen. Dieses erzeugt eine gleichbleibende Optik. Im Gegensatz zum gleichmäßigen Einblasen der Chips mit der Trichterpistole sieht man hier nun, wie dieses mit der Hand vonstatten geht. Bedingt dadurch, dass die Hand immer auf einen Punkt wirft, haben wir hier natürlich punktuelle Ansammlungen von Farbchips. Dieses genauso gleichmäßig herzustellen wie einen Anschluss, in dem die Chips mit der Trichterpistole eingeblasen wurden, ist natürlich nur sehr schwer möglich. Nachdem nun das Finish-System Alsan 970F fertig im Wandanschlussbereich appliziert wurde, muss nun das Klebeband im nassen Zustand noch abgezogen werden. Hier zu sehen das dreilagige Klebeband, was eine durchgängige Oberkante von Grundierung, Abdichtung und auch dem Finish-System ermöglicht.